und einmal rechts 2010 bis 2012. Und Deutschland hat eben hier anders als etwa USA, Luxemburg, Großbritannien oder die Schweiz zwischen 2006 und 2012 keinen einzigen Cent an Korruptionsgeldern eingefroren. Ein deutscher Banker kann guten Gewissens sagen, ich werde Ihr Geld nicht stehlen, aber ich helfe Ihnen gern dabei, wenn Sie es anderen stehlen wollen. Nun zum Aspekt der Korrespondenzkonten. Die spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle im internationalen Geldwäsche- und Bankengeschäft. Was sind Korrespondenzkonten? Weil Eurokonten und Transaktionen in aller Welt nachgefragt werden, sind Banken darauf angewiesen, dass sie ein sogenanntes Korrespondenzinstitut und Konto in der Eurozone, wo es Euros gibt, finden, um diese Konten anbieten zu können. Also wenn ich beispielsweise in Südafrika ein Eurokonto haben möchte, das kann ich von der dortigen Bank mir einrichten lassen, dann muss diese Bank ein entsprechendes Korrespondenzinstitut in Europa finden, in der Eurozone finden, die diese Beträge, die ich da in Euro habe, in Euro hält, weil es gibt keine Euros in Südafrika. Die Zentralbank kann keine Euros herausgeben. Und das ist der Mechanismus, weshalb Frankfurt in diesem Punkt ein ganz wichtiger, zentraler Dreh- und Angelpunkt für die weltweiten Finanzbeziehungen geworden ist. Denn alle Banken gehen inzwischen nach Frankfurt weltweit, wenn sie Eurokonten anbieten. Es ist der Nummer 1 Anbieter. Das Geschäft läuft über Frankfurt in aller Regel. Und hier ist das Beispiel etwa der Privatbank UBD, des Sohnes des ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch, der, als er dann aus dem Amt gejagt wurde, bekannt wurde dafür, dass er sich eine Villa geleistet hat mit Privatzoo und einem Hovercraft und vergoldeten Beinen an der Badewanne. Also der wirklich aus dem Vollen geschöpft hatte. Und diese Privatbank des Sohnes, dieses Präsidenten, wollte auch Euro-Transaktionen anbieten und hatte nachweislich über eine zwischengeschaltete Drittbank ein Fremdwährungskorrespondenzkonto bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Die UBD, diese Privatbank, verfünffachte ihr Eigenkapital in weniger als 3 Jahren. Zufällig genau in der Zeit, die mit der Präsidentschaft des Vaters zusammenfiel. Was die Geldwäsche-Risikoprüfung der Deutschen Bank ergeben hat und warum sie dieses Geschäft angenommen hat und ob es Sanktionen dafür gegeben hat, ist das Geheimnis der BaFin und der Deutschen Bank. Ein zweites Beispiel, wie Korrespondenzkonten genutzt werden. Auch die First Bank Montenegro, der Familie des Premiers Milo Djukanovic, ist auf Eurokonten angewiesen. Und diese Bank ist auch sehr, sehr speziell, denn Darko Saric, der Kopf einer Kokain- und Drogenmafia, eines organisierten Verbrechersyndikats, das auf dem Balkan operierte, dieser Darko Saric rettete diese Bank 2008 aus einer Kreditklemme, indem es ihr einen sehr günstigen Kredit verschafft hatte. Und dieser wurde seit 2010 per internationalen Haftbefehl gesucht und wurde 2014 vom serbischen Geheimdienst in Venezuela aufgespürt und ausgeliefert. Noch 2010 hatte diese Bank nachweislich Korrespondenzkonten in Frankfurt bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und der LHB, Internationale Handelsbank. Es ist wieder offen, was aus diesen Korrespondenzkonten wurde und ob sie diese noch immer führt. Die BaFin verweigert kategorisch. Die BaFin ist die Bundesanstalt für Dienstleistungsaufsicht, also jenes Institut, das die Banken in Frankfurt überwachen soll, dabei, wie gut sie diese Geldwäscheregeln anwenden, ob sie solche Missstände wirklich ordentlich aufklären und auch Kunden abweisen, wenn sie einen Geldwäscheverdachtsmoment haben. Sie verweigert kategorisch alle Auskünfte zu Einzelfällen. Das ist auch im Unterschied zu anderen Staaten, wo man durchaus bereit ist, im Sinne einer reinigenden katharsischen Wirkung den Namen zu nennen und Reputationsschäden auch in Kauf zu nehmen. Deutschland kämpfte darüber hinaus im Mai 2014 unter der gegenwärtigen Regierung auf EU-Ebene dagegen an, dass solche Sanktionen in Zukunft öffentlich gemacht werden müssen. Und sie konnte sich damit insofern durchsetzen, dass in dem letzt verabschiedeten Entwurf es sehr viele Ausnahmebestände dafür gibt, wann BaFin und ähnliche eben von einer Veröffentlichung des Namens und der Sachverhalte absehen können. Wir werden sehen, wie das ab 2017 umgesetzt wird.
Diesen Aspekt möchte ich gerne überspringen, das würde jetzt zu weit führen für hier. Kommen wir zum dritten Aspekt der Steueroase Deutschland, dem innerdeutschen Steuerkrieg. Das Kuriosum Norderfriedrichskoog lässt sich einleitend so beschreiben. 2003 gab es in diesem kleinen Dörfchen hinterm Teich in Friesland neben einer Handvoll Bauernhöfe und 34 Einwohnern 380 Kapitalgesellschaften. Das sind 11 pro Kopf, verglichen mit Kaimaninseln, wo es nur 2 pro Kopf sind, beziehungsweise nur noch übertroffen von den britischen Jungferninseln, dem weltweiten Eldorado für anonyme Firmengründungen, von 15 pro Kopf. Der Bundesdurchschnitt der Kapitalgesellschaften pro Kopf beträgt 0,01. 2014 waren es noch immer 66 Kapitalgesellschaften und sie ist heute noch höher, also 2014 noch höher als auf den Bahamas damit. Es war ein munteres, lustiges Phänomen, was man da beobachten konnte, denn alljährlich bis 2003 vor allem, 2004, ließen sich die Vorstände von DAX-Gesellschaften in dunklen Limousinen auf diese Bauernhöfe karren. Die Bauern hatten dort in ihren Hinterhöfen, Scheunen, Büroräume hektisch hergerichtet in den letzten Jahren davor. Und dort hielten diese Vorstände dann ihre Vorstandssitzungen ab. Dieses Theater, möchte man sagen, war notwendig, um die Finanzverwaltung davon zu überzeugen, dass dort auf Norderfriedrichskoog tatsächlich wirtschaftlich etwas geschieht. Und nicht nur der Schein einer Rechtsperson oder einer Steuervermeidungskonstruktion aufrechterhalten wird. Es waren unter diesen Gesellschaften etwa die Töchter von DAX-Konzernen der Deutschen Bank, der Lufthansa und der E.ON, aber auch internationale Firmen wie Unilever waren dort vertreten. Und die Ursache dafür war, dass bis 2004 eben Gewerbesteuerzahlungen dort auf 0% gesetzt waren. Bis 2004 war das möglich, dass Kommunen den Gewerbesteuersatz selbst vollkommen frei bestimmen konnten. In Deutschland haben wir ein besonderes Unternehmenssteuerregime. Ein Teil ist die Körperschaftssteuer, die wird zentral erhoben, und die andere Hälfte ist die Gewerbesteuer. Zurzeit ist es hälftig-hälftig. Und Körperschaftssteuer liegt bei 15% und 2008 lag im Durchschnitt die Gewerbesteuer bei 14%, also insgesamt 30% Unternehmenssteuern. Und nun hatte eben Norderfriedrichskoog bis 2004 einen 0%igen Gewerbesteuersatz. Das war der Grund, weshalb sich hier viele Unternehmen auf dem Papier niedergelassen haben. Bis heute hat Norderfriedrichskoog noch einen unterdurchschnittlichen Gewerbesteuersatz. Und weil man schon mal dort ist, haben sich eben einige dieser Kapitalgesellschaften noch nicht wieder verabschiedet. Die Frage ist eben, ob der deutsche Steuerwettbewerb dadurch beendet wurde. Man kann ganz deutlich Nein sagen, denn die Hauptbrennpunkte dieses innerdeutschen Steuerkrieges sind gen Osten der Republik weitergezogen, wo es viele Kommunen gibt, die ihr Glück versuchen, mit einem jetzt auf 7% reduzierten Mindeststeuersatz eingeschränkten Steuerwettbewerb ihr Glück zu versuchen. Also man hat damals nicht den Steuerwettbewerb zwischen den Kommunen ausgeschaltet und gesagt, ihr müsst mindestens den 15%, den damaligen Durchschnittssatz, anlegen, sondern man hatte es auf umgerechnet 7% Mindesthöhe angehoben. In der nächsten Folie möchte ich ein paar Zahlen über die Finanzverwaltung vorstellen in Deutschland, die auf eine dramatische Personalentwicklung schließen lässt und auf eine dramatische Personalverteilung in den deutschen Finanzämtern und hier einen innerdeutschen Standortkrieg dokumentiert. Also durch die Hintertür wird hier Standortwettbewerb, Standortkrieg betrieben, indem man also durch wenig Personal gezielt versucht, Wirtschaftsunternehmen anzulocken in einzelnen Bundesländern. Wir wissen, dass in Deutschland ist die Steuerverwaltung Ländersache. Sprich, es ist nicht dem Bund in Berlin möglich zu sagen, wie viel Personal eingestellt werden sollte, sondern das muss jedes Land für sich entscheiden, auch wenn es die Steuergesetze vom Bund mit anwenden muss.
Hier in der ersten Folie sehen wir einfach, dass die Wirtschaft zwischen 2002 und 2013 inflationsbereinigt ungefähr um 10% gewachsen ist, während im gleichen Zeitraum die gesamte Personal der Finanzverwaltung um ungefähr 10% geschrumpft ist. Dabei sollte man eigentlich ja davon ausgehen, dass bei steigender Wirtschaftskraft das Missbrauchspotenzial ebenfalls wächst, denn schließlich sind höherwertige Transaktionen 10% mehr Transaktionsvolumen, die möglich enthalten diese die Möglichkeit, auch entsprechend mehr zu verstecken und zu verschleiern. Ist die Personalnot nun in allen Bundesländern ungefähr gleich verteilt? Hier schauen wir uns mal jetzt die Zahlen links 2002 bis 2007 und rechts 2008 bis 2013 an. Diese Zahlen wurden aufwendig recherchiert, die werden in der Regel nicht besprochen oder diskutiert, bisher auf der politischen Ebene, was mir schleierhaft ist. Man kann hier jetzt die Finanzverwaltung, das habe ich hier getan, ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzen. Weil mir nutzt es wenig, wenn ich weiß, dass in Bayern 1000 Finanzverwaltungsbeschäftigte sind und in Sachsen-Anhalt 200, wenn die Wirtschaftsleistung in Bayern ein Vielfaches, um ein noch Vielfaches höher ist als in Sachsen-Anhalt. Darum ist hier also auf die Transaktion, auf das Bruttoinlandsprodukt heruntergebrochen, ins Verhältnis gesetzt. Und da sehen wir, dass die rot hier gekennzeichneten Bundesländer unterdurchschnittlich in Deutschland ihre Personalausstattung in den Finanzverwaltungen haben und blau überdurchschnittlich gut. Also in Hessen, wir sehen, dass links das schlechteste Bundesland Hessen und rechts Baden-Württemberg eine jeweils nur ungefähr halb so dicke Personaldecke haben, wie das am besten abschneidende Thüringen. Auf jeden Finanzbeamten in Thüringen entfallen jeweils ca. 12 bis 15 Millionen Euro Bruttoinlandsprodukt, während es in Hessen oder Baden-Württemberg das Doppelte sind, von 25 bis 27 Millionen. Eine schädliche Wirkung des innerdeutschen Steuerkriegs tritt besonders zutage, wenn man die Prüfdienste ansieht, also die Betriebsprüfung und die Steuerfahndung. Denn sowohl die Betriebsprüfung als auch die Steuerfahndung bringen durchschnittlich über 1 Million Euro mehr in die Staatskasse. Ein einzelner Betriebsprüfer, ein einzelner Steuerfahnder bringen durchschnittlich mehr als 1 Million Euro mehr in die Staatskasse, als sie kosten. Hier wird besonders sichtbar, dass Bayern und Baden-Württemberg Problemverursacher sind. Gemessen an ihrer Wirtschaftskraft haben sie eine halb so schwache Personalausstattung wie die am besten abschneidenden Bundesländer. Auf einen Betriebsprüfer in Bayern entfällt im Schnitt der letzten 7 Jahre mit über 250 Millionen Euro doppelt so viel an Wirtschaftskraft wie in Sachsen-Anhalt und damit doppelt so viel zu prüfende Transaktionen. Bayern kann also seine Wirtschaftsakteure nur halb so gründlich prüfen wie die Sachsen. Es sei denn, es gibt irgendwelche Superman-Prüfer hier, die ich noch nicht kennengelernt habe. Im Ergebnis stehen dann schockierende Details. In einem nicht öffentlichen Bericht des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2005 an das Bundesfinanzministerium steht, dass durch die Mitwirkung des Bundes an ca. 1% der deutschlandweiten Betriebsprüfungen Missstände mit erheblichen Steuerausfällen für den Bund offenbar geworden seien, die nur die Spitze des Eisberges darstellten. Obendrein verfügten die Bundesprüfer selbst in diesen entdeckten Fällen nicht über die rechtlichen Möglichkeiten, um Länderentscheidungen zu Lasten des Bundes zu verhindern. Sprich, im Klartext heißt das, hier werden die Länder prüfen, einen Konzern, ein Unternehmen, gehen da hinein, schauen sich die Bücher an, wie sie das regelmäßig tun sollten, anders als bei der Steuerfahndung, die nur ausruht, wenn es Verdachtsmomente gibt, muss die Betriebsprüfung regelmäßig ran. Und bei den Fällen, bei denen der Bund mit hineinschauen konnte, was bei diesen Prüfungen geschieht, stellten sie massive Fehlanwendungen des Rechts zu Lasten des Bundes, also zu Lasten des Fiskus, statt. Aber sie haben nicht die rechtliche Möglichkeit, dagegen einzuschreiten, weil Steuererhebung Ländersache ist. Um solchen Problemen Einhalt zu gebieten, erhielt das Finanzministerium im weiteren Verlauf eine sogenannte Letztentscheidungskompetenz. Und wenn es nämlich Uneinigkeiten bei Außenprüfungen, bei solchen Betriebsprüfungen geben sollte. Aber nach einem weiteren wiederum vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2011 wurden in der Folge kaum Fälle von Uneinigkeit bekannt. Stattdessen beschreibt der Bundesrechnungshof einen Fall, bei dem eine, ich zitiere, Landesfinanzbehörde sich über die Feststellungen des Bundeszentralamts für Steuern, also das ist die Bundesebene, ohne es darüber zu informieren, hinwegsetzte. Nur durch Zufall erfuhren die Bundesbetriebsprüfer von dem Vorgang und versuchten, einen Steuerausfall in Millionenhöhe für den Bund zu verhindern. Dies werfe die Frage auf, so der Bundesrechnungshof weiter, ob es tatsächlich so wenige Fälle gab oder ob die Landesfinanzbehörden, das Bundeszentralamt für Steuern,
über die weitere steuerliche Behandlung der Fälle im Unklaren ließen. Also hier sehen wir die Natur des Krieges, man arbeitet wirklich gegeneinander und offenbar mit allen Kniffs und Tricks hier sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Die Folge von diesen Personalnotständen und von diesen von diesem Personalstand in der Prüfung vor allem, sind sehr seltene Prüfungen. Bei Mittelbetrieben, Klein- und Kleinstbetrieben ist eine Prüfung die große Seltenheit und das ist besonders in Bayern der Fall. Beim Schlusslicht aller drei Größenklassen, also Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe, ist Bayern Schlusslicht und Mittelbetriebe werden nur knapp alle 20 Jahre geprüft. Und wir sehen hier links unten, das ist aus einem vertraulichen Bericht des Jahres 2011, der AG Datenanalyse des Bundes und der Länder, sehen wir links unten die Zielvorgabe der Finanzministerkonferenz von 8,4 bis 10,5 Jahren. Es sind nur einige Staaten, die das schaffen, hier rein. Nur drei Bundesländer schaffen es, mit einem Prüfungsturnus von gut 10 Jahren in der Vorgabe zu liegen. Und Bayern ist hier eben der schlechteste mit alle 20 Jahre. Bei Kleinbetrieben ist die Quote in Bayern alle 40 Jahre und bei Kleinstbetrieben sind es 169 Jahre. Also da muss man schon sehr alt werden, wenn man das erleben möchte. Auch die Prüfung sogenannter Einkommensmillionäre, das sind die, die jährliche Überschusseinkünfte von über 500.000 Euro haben, ist geprägt von der finanzföderalen Dynamik. Hier in Hamburg sehen wir, dass Hamburg das innerdeutsche Schlusslicht ist. Was auch wenig überraschen mag, weil Hamburg hat ja die größte Pro-Kopf-Dichte an Millionären und entsprechend ist dort die Prüfung die große Seltenheit. Die Prüfungsquote, die wir hier sehen, von unter 5%, übersetzt heißt das, dass dort nur alle 20 Jahre ein Einkommensmillionär geprüft wird, während es im Bundesdurchschnitt alle 8 Jahre ist. Und ein interessanter Vermerk aus der AG-Datenanalyse, eben dem vertraulichen Bericht, den ich eben erwähnte, aus dem Jahr 2011, lässt darauf schließen, dass diese Quote in Zukunft besser aussehen wird. Der Grund dafür sind aber nicht etwa mehr Prüfungen, sondern von den zuständigen Referatsleitern in den Landesfinanzministerien beschlossene Änderungen an der statistischen Erfassung. Ich zitiere aus diesem Bericht: Die Anzahl der bedeutenden Einkünftefälle dürfte zum nächsten Einordnungsstichtag 2013 erheblich zurückgehen. Gründe hierfür sind: Die Kapitaleinkünfte, die der Abgeltungssteuer unterliegen, werden in die Ermittlung der Summe der positiven Überschusseinkünfte nicht mit einbezogen. Und zweitens, die Grenze von 500.000 Euro muss mindestens in 2 von 3 Jahren überschritten sein. Also wenn ich 1 Million Zinsen erhalte jährlich von meinem großen Vermögen, dann wird das in Zukunft gar nicht mehr mit einberechnet bei der Bestimmung der 500.000 Euro. Somit gelte ich nicht mehr als Einkommensmillionär und somit falle ich aus der Statistik als zu prüfend raus. Warum gibt es diese Auffälligkeiten bei Personal und bei der Prüfung? Ein Argument ist immer wieder, dass die Anreizstruktur das Problem sei. Dass also die Kosten der Prüfer und der Fahnder im Land verbleiben, aber sie einen Großteil oder den größten Teil der Zusatzeinnahmen, die sie generieren, an den Bund weitergeben müssten, durch den Länderfinanzausgleich, an andere Bundesländer und so weiter. Ein jüngster Artikel hat das inzwischen widerlegt, weil er zeigen konnte, dieser Artikel, dass in jenen Bundesländern, in denen just die Personaldecke am dünnsten ist, also in Bayern und Baden-Württemberg, der Anteil des Einbehalts an zusätzlichen Einnahmen über 50% ist. Das heißt, es rechnet sich auch hier in Bayern und Baden-Württemberg allemal, mehr Fahnder und mehr Prüfer einzustellen. Der bayerische Haushalt würde massiv davon profitieren und müsste nur einen geringeren Anteil weitergeben. Historisch ist der Finanzföderalismus ein Ergebnis der Grundgesetzwerdung. Es war der umstrittenste Punkt im Grundgesetz. Die Alliierten haben an diesem Punkt ihr Veto eingelegt. Die ursprüngliche Absicht der deutschen verfassungsgebenden Versammlung war es, hier eine zentrale Finanzverwaltung aufzubauen. Und schon damals ahnte man, dass man genau in diese Situation hinein manövrieren würde, hätte man Länderhoheit über die Steuerverwaltung. Aber die Alliierten legten ihr Veto ein. Sie befürchteten, dass Deutschland erstarken und sich das Nazi-Regime vielleicht innerhalb von kürzerer Zeit wieder neu aufrichten könnte. Und wenn man die Entnazifizierungsgeschichte sich anschaut, dann hatten sie vermutlich damit gar nicht mal so sehr Unrecht. Nur ob das heute noch der richtige Grund oder ein Weg
triftiger Grund sein kann, um diese Ineffizienz und diese strukturelle Fehlanreiz und Gestaltung zu tolerieren, das sei dahingestellt. Es gibt ferner die Frage, oder viele Stimmen heißen diese Hoheit bei der Steuergesetzgebung oder der Personalausstattung, dieser Steuerwettbewerb, heißen sie für gut. Dazu zählt beispielsweise auch der bayerische Finanzminister, der ja sogar sagt, man müsste mehr Autonomie für die Bundesländer einführen. Man möchte hier also noch massiver wie bisher anderen Bundesländern das Steuersubstrat streitig machen und abgraben und locken, Firmen anlocken aus dem Ausland. Dass das kein Wettbewerb ist, ist aus vielerlei Gründen noch nicht verstanden worden. Wettbewerb zwischen Firmen hängt ja davon ab, dass es faire Wettbewerbsbedingungen gibt. Wenn der Staat künstliche Vorteile durch die Steuergesetzgebung gibt einzelnen Firmen, dann schaltet ja das den fairen Wettbewerb zwischen Firmen aus. Also das, was man gemeinhin als Steuerwettbewerb bezeichnet, ist in Wahrheit wettbewerbsfeindlich und ausschaltend. Also hier wird Firmen ein Vorteil gewährt werden durch künstliche Faktoren wie die Steuergesetzgebung, nicht weil sie günstiger oder effizienter produzieren können. Und das Ganze ist natürlich davon abhängig, dass der Mythos immer wieder lautet, ja, wir müssen diese echten Investitionen eben anlocken und diese würden das Weite suchen, wenn wir uns nicht entsprechend positionieren in diesem Steuerkrieg oder Steuerwettbewerb. Und da gibt es durchaus viele Stimmen, die das auch sehr stark in Zweifel ziehen, ob es denn wirklich so ist. Spricht vieles dafür, dass eben diese sogenannten Greenfield Investments, also die tatsächlichen Produktionsstandorte oder Forschungs- und Entwicklungsstandorte, eben nicht aufgrund steuerlicher Faktoren kommen, sondern aufgrund anderer Faktoren, gut ausgebildete Arbeitsplätze und so weiter. Das sagen auch sehr einflussreiche Wirtschaftsrepräsentanten, etwa Bill Gates sagte das jüngst, rechts unten, die Idee, dass es hier eine direkte Verbindung gäbe zwischen dazwischen, dass Innovatoren in Streik treten, weil es eine 35% Steuersatz gäbe auf ihre Erträge, das ist einfach nur Quatsch, Nonsens. Und diese dieser Mythos, dass echte Investitionen auf Steuergeschenke reagieren, der fußt auf der Laffer-Kurve. Laffer war ein US-amerikanischer Ökonom der 70er Jahre, der dieses Schaubild, das wir hier rechts sehen, entwickelt hat und sehr populär gemacht hat. Es ist sehr einfach, das ist das Einzige, was an diesem Schaubild wirklich sinnvoll ist. Es entbehrt jeglichen Realitätsbezuges. Ansonsten, wir sehen hier einfach nur die Idee, dass wir auf der X-Achse einen Steuersatz haben und auf der Y-Achse die Staatseinnahmen haben. Und ganz links unten, logisch, bei einem Steuersatz von 0 habe ich 0 Steuereinnahmen. Aber dann, solange wir den Steuersatz erhöhen, werden die Steuereinnahmen größer. Das ist auch noch relativ nachvollziehbar. Und sein Novum, seine Erfindung, seine bahndurchbrechende Leistung war es, zu behaupten, dass es ab einem gewissen Punkt, T, hier in diesem Schaubild, dann wieder abwärts geht. Obwohl ich den Steuersatz erhöhe, werden die Steuereinnahmen nicht höher, weil dann die Leistungsträger, die Arbeiter, die normale Bevölkerung sagen würde, ich möchte jetzt nicht mehr arbeiten. Ich muss ja so viel von meinen Erträgen und von meinem Einkommen abgeben, ab jetzt möchte ich jetzt nicht mehr so viel arbeiten gehen. Und tatsächlich hat er Gehör gefunden mit dieser Theorie. Reagan hat sich das auf die Fahnen geschrieben und hat massive Steuersatzsenkungen eingeführt und konnte aber leider diese sehr verlockende Versprechen, dass hier gleichzeitig noch mehr Staatseinnahmen möglich seien, nicht verzeichnen. Er hatte massive Haushaltslöcher und Defizite zu verbuchen Anfang der 80er Jahre. Und inzwischen sagt Greg Mankiw, das ist der ehemalige Wirtschaftsberater von George Bush, dass die Anhänger der Laffer-Kurve Scharlatane und Spinner seien. Ja? So drastisch hat er das ausgedrückt. Es gibt wirklich keinerlei empirische Fundierung für diese Behauptung. Vor allem ist natürlich ein nicht falsifizierbares Theorem. Wir wissen nicht, wo befinden wir uns denn auf dieser Kurve. Sind wir jetzt schon darüber hinaus oder nicht an diesem Scheitelpunkt? Es ist nirgendwo jemals nachgewiesen worden, dass diese Kurve etwas Sinnhaftes erklären konnte. Denn natürlich kann man immer behaupten, naja, wir waren
jetzt sind die Steuereinnahmen gesunken, obwohl wir den Steuersatz gesenkt haben. Also waren wir links von diesem Scheitelpunkt. Und umgekehrt kann man das Gleiche eben auch behaupten. Jetzt möchte ich zum vierten und letzten Aspekt kommen. Wir sind bald durch. Der Steueroase Deutschland, nämlich Beispiele der politischen Eingriffe in die Steuerverwaltung, die ja aus diesem Steuerkriegsideologie-Gedankengut herrühren. Denn wenn ich alles tun muss, um Investoren anzulocken, wenn ich Unternehmen Geschenke bereiten muss und sie sonst in Scharen das Weite suchen und meine Bevölkerung verarmt und darbt, dann habe ich natürlich eine ethische Scheinlegitimation, hier auch andere Gesetze möglicherweise nicht so genau zu nehmen, beziehungsweise hier in eine Grauzone zu operieren. Denn ich bin ja gerechtfertigt durch mein größeres Ganzes, das ich im Blick habe, nämlich das Anlocken der Investoren. Dass Betriebsprüfer schnell zu einem Spielball der Politik werden, wenn sie mutige Positionen beziehen, möchte ich jetzt kurz vorlesen aus dem Buch eine Passage. Das geschieht nicht selten und ich möchte hier in keinem Fall behaupten, dass Betriebsprüfer oder Steuerfahnder keine gute Arbeit leisten würden. Im Gegenteil, es ist vielmehr die politische Ebene, die das Problem darstellt und eben hier mit Übergriffen und Eingriffen oft für Probleme sorgt und gesorgt hat. Auch internationale Unternehmen dürfen sich politischer Unterstützung auch mit fragwürdigen steuerlichen Methoden sicher sein. Erst kürzlich geriet ein Novize der Bundesbetriebsprüfung zufällig in tiefstes politisches Fahrwasser. Bei einer inländischen Tochtergesellschaft eines ausländischen Konzerns sollte er den Warenbestand prüfen. Normalerweise ist dieser Prüfbereich tröge und wird meist dann anberaumt, wenn man dem Unternehmen gar nicht wehtun möchte. Ihn aber machte stutzig, dass das Unternehmen keinerlei Vorräte mehr hatte. Was dann ans Licht kam, ist alles andere als Inventur klein klein. Die Vertriebsgesellschaft, die Produkte des ausländischen Unternehmens hierzulande verkauft hatte, diese inländische Tochter, sollte zu einem Verkaufsagenten abgeschmolzen werden. Der Unterschied, eine Vertriebsgesellschaft ist Eigentümerin der Waren, die sie verkauft, eine Verkaufsagent aber nicht. Damit erkannte der Prüfer, dass es sich um eine steuerliche Funktionsverlagerung ins Ausland handelt, die hierzulande besteuert werden muss. Somit wurden auch hier Millionen fällig. Unterdessen unterhielt sich die Unternehmensleitung mit dem Steuerabteilungsleiter zweier Bundesländer. Ausgeklüngelt wurde, dass im Gegenzug zu einer größeren Investition des ausländischen Mutterkonzerns im anderen Bundesland die Funktionsverlagerung des Unternehmens steuerlich nicht mehr als solche anzusehen sei und das Unternehmen so Millionen Euro an Steuern sparen würde. Die Steuerabteilungsleiter sprachen und das Steuerrecht bog sich. Normalerweise dringt nichts über diese Fälle nach außen. Um die beschriebenen Fälle aufzudecken, riskierten Informanten persönlich und beruflich sehr, sehr viel. Einige Skandale sind bekannt in der bundesdeutschen Geschichte, wo die Arbeit von der Steuerfahndung oder von der Justiz politisch behindert wurde oder korrumpiert wurde. Am bekanntesten ist vielleicht einigen unter Ihnen zumindest, unter uns zumindest noch die Flick-Parteispenden-Affäre, die Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre sich entfaltete. Und Flick war einer der reichsten Männer Deutschlands Ende der 60er Jahre, Großaktionär in der Deutschland AG, hielt Aktien bei vielen deutschen Staatskonzernen, übrigens ein verurteilter Kriegsverbrecher. 1981 kam es zu den Enthüllungen dieser Parteispendenaffäre, wo eben eine systematische Geldwaschanlage mittels Lichtensteiner Stiftungen für die drei großen Parteien aufgedeckt wurde. Auch die Aufdeckung wurde seit 1975 betrieben durch Klaus Förster, einen Steuerfahnder, der dieses Schwarzgeldvermehrungssystem auf die Schliche kam. Er wurde 1980 aus dem Verkehr gezogen, nachdem es nicht gelungen war, ihn davor schon zu bremsen. Schon 1976 trafen sich die damals drei großen Volksparteien, um Schritte zu überlegen, wie sie diesen Steuerfahnder stoppen können an den weiteren Ermittlungen. Und nur weil er im Grunde so mutig war und gedroht hatte, seinen Oberen, falls diese ihm untersagen, weiter zu ermitteln, müsse er sich selbst anzeigen wegen Strafvereitelung im Amt. Nur deswegen konnte er noch diese Jahre weiter ermitteln und schließlich dann 1979 die Flick-Zentrale durchsuchen lassen, die Konzernzentrale. Und eben das war der letzte Schritt. Danach wurde er eben aufs Abstellgleis gestellt. Also er wurde an ein Finanzamt versetzt, wo er im Grunde künftig den Warenbestand oder anderes prüfen durfte, also klein-klein Arbeiten übernehmen musste. Die hessische Steuerfahnder-Affäre knapp 30 Jahre später
begann 1998, als 300 Finanzbeamte die Türme der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht haben. Und auch hier möchte ich kurz die Anekdote vorlesen, um zu verdeutlichen, welche Dimensionen die Korruption angenommen hat. Als die Steuerfahndung am 15. Juni 1998 mit 300 Beamten die Frankfurter Türme der Deutschen Bank und andere Niederlassungen durchsuchte, traute so mancher Beobachter seinen Augen nicht. Es war unerhört, dass jemand es wagte, den undurchsichtigen Rubikon so geräuschvoll zu übertreten, der ansonsten Banken und ihre Kreise in Deutschland umgab. Als 1994 diese Grenze erstmals mit der Durchsuchung einer Filiale der Dresdner Bank in Düsseldorf überschritten wurde, ging die Bank vor Gericht. Aber noch Ende 1994 entschied das Bundesverfassungsgericht gegen die Bank und stimmte der Durchsuchung sowie Beschlagnahmung der Dokumente zu. So begann der Vorspann zur hessischen Steuerfahnder-Affäre. Der Anlass beider Durchsuchungen waren erdrückende Hinweise darauf, dass die Banken ihren Kunden einen besonderen Service angeboten hatten. Mittels sogenannter Tunnelkonten ermöglichten sie es ihrer Kundschaft, der innerdeutschen Zinsabschlagssteuer von bis zu 30% ab Januar 1993 ein Schnippchen zu schlagen. Um keine nennenswerten Zinsen in Deutschland versteuern zu müssen, galt es, die D-Mark-Guthaben diskret und ohne Papierspur ins Ausland zu schaffen. Luxemburger Banken, wie eine Tochter der Deutschen Bank, aber auch Volks- und Raiffeisenbanken warben 1992 mit unverhohlenen Slogans um Steuerflüchtlinge aus Deutschland, etwa Reisen bildet, zum Beispiel Kapital, oder Oh, pardon, wo geht's denn hier nach Luxemburg? Aber auch die Schweiz, Gibraltar und damals noch Belgien boten sich gerne als Ziel für geschätzte 300 Milliarden D-Mark an, die in dieser Zeit das Weite suchten. Nur der Weg zum Ziel war problematisch. Würde man das Geld einfach überweisen, dann bestünde die Gefahr, dass das Finanzamt Fragen nach dem Verbleib des Vermögens im Ausland stellen würde und im Zweifelsfall die Steuerschuld zum Nachteil der Steuerflüchtigen schätzen könnte. Also erfanden die Banken eine Möglichkeit, das Geld anders ins Ausland zu bringen. Formell wurde eine Barauszahlung an den Bankkunden gebucht und eine entsprechende anonyme Bareinzahlung auf ein Transferkonto derselben Höhe vorgenommen. Beliebt waren auch Fantasienamen der Einzahler, etwa Theo Weigel oder Helmut Kohl. Tatsächlich wurde das Geld bankintern auf ein Pipeline-Konto geschoben und danach en bloc mit den Geldern vieler anderer Kunden in die Auslandsniederlassungen der Bank gebucht. Nur per Codewort und bankinterner Software ließ sich die vermeintlich unbedenklichen bankinternen Geldströme einzelnen Kunden zurechnen. Am Ende des Tages hatten die sprichwörtlichen Zahnärzte und Autohändler ihre D-Mark auf Konten der Auslandstöchter derselben Bank verschoben. Pech war für sie noch nicht einmal, dass es einen Mitarbeiter der Commerzbank gab, der bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft Anzeige gegen seinen Arbeitgeber wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung erstattet hatte. Diese Anzeige allein nämlich brachte die Justiz nicht in Bewegung. Stattdessen wurde der Deutschen Bank nebst vielen anderen Banken und deren Kunden ein gescheiterter Erpressungsversuch zum Verhängnis. Ein Commerzbank-Mitarbeiter saß 95 im Bundeskriminalamt und wollte ganz unverbindlich und theoretisch mit dem Beamten erörtern, wie eine Bank sich im Fall von Erpressung verhalten sollte. Der Beamte wurde hellhörig, als ihm immer mehr Hintergründe der angeblich hypothetischen Anfrage offenbart wurden. Schließlich leitete er Ermittlungen ein. Robert T., der für ein Jahr als EDV-Spezialist für die Commerzbank Luxemburg arbeitete, wurde am 31. Juli festgenommen. Er hatte ca. 500 Seiten mit Seitenlisten von Kunden deutscher Commerzbankkunden entwendet und wollte dafür nun Geld von der Bank sehen. Nach seiner Festnahme an seinem neuen Arbeitsplatz bei einer anderen Bank in Frankfurt am Main machten die Fahnder einen hübschen Fund in seiner Wohnung. 340 Seiten mit etwa 1600 Kundendaten der Commerzbank Luxemburg warteten dort auf Abholung. Nun hatte die Commerzbank ein Problem. Ihre Zentrale wurde im Februar 96 durchsucht, inklusive der Vorstandsetage. Ein Bankmanager drohte einem Fahnder bei der Durchsuchung mit einem bevorstehenden Abendessen bei Bundeskanzler Helmut Kohl. Aber die Frankfurter ließen sich nicht einschüchtern. Sie entdeckten, dass bundesweit aus rund 700 Filialen der Bank Buchungen auf das Transferkonto eingingen und von dort ins Ausland verschoben wurden. Frank Wehrheim, selbst Steuerfahnder und aus nächster Nähe an den Ermittlungen beteiligt, berichtet in seinem Buch Inside Steuerfahndung über verstörende Details. Während der Ermittlungen wurden mehrfach versiegelte Türen von Räumen mit Beweismaterial rechtswidrig geöffnet. Ein TV-Team konnte Banker nach Feierabend in der Bankfiliale Frankfurt Höchst beim Vernichten von Akten filmen. Die Aufnahmen verschwanden jedoch aus dem Sender, bevor die Steuerfahndung diese auswerten konnte.
Summa summarum konnten bei der Commerzbank Kapitaltransfers über ein Pipeline-Konto von 19,4 Milliarden D-Mark nachgewiesen werden, von denen das meiste der Steuerhinterziehung diente. Bis 1999 war es gelungen, davon 13,6 Milliarden auch Kunden zuzuordnen. In den meisten Fällen förderten diese Ermittlungen obendrein vorgelagerte Steuerstraftaten zutage. Die Transfers wurden meist aus Schwarzgeld getätigt. Knapp 20% der Transfers konnten nicht entschlüsselt werden. Die Bank zahlte dafür nach Einigung mit der Staatsanwaltschaft 70 Millionen D-Mark. Dieser Fall löste eine Ermittlungstsunami im ganzen Bankensektor aus. Zahlreiche Banken wurden deutschlandweit durchsucht. Im Juni 1998 schließlich traf es die Deutsche Bank. 10.000 zusätzliche Einzelfälle aus dem Kundenstamm der Deutschen Bank wurden damals erwartet. Das Bankenteam der Steuerfahndung Frankfurt hatte genug Material für Jahre weiterer Ermittlungsarbeit. Lukrativ war das allemal. Es gab neunstellige Nachzahlungen und Anerkennung der Oberfinanzdirektion für ihre Arbeit. Bis eines Tages der Gegenwind zu blasen begann. Als Roland Koch im April 1999 Ministerpräsident Hessens wurde und die CDU-Spendenaffäre im Dezember 1999 zu brodeln begann, liefen die Ermittlungen zunächst ungestört weiter, bis die Fahnder eines Tages im August 2001 eine als geheim eingestufte Amtsverfügung erreichte. Fortan sollte ein strafrechtlicher Anfangsverdacht bei Geldtransfers ins Ausland nur noch dann gegeben sein, wenn ein Transfervolumen von 500.000 D-Mark oder Einzeltransfers in Höhe von 300.000 D-Mark erreicht würden. Die offizielle Begründung für die Anweisung lag in der Personalnot. Durch die Bankenermittlungen seien zu viele andere Fälle liegen geblieben. Diese Ansage bedeutete faktisch ein Ermittlungsverbot für jene Fälle, bei denen geringere Beträge ins Ausland geschleust wurden, auch wenn ein dringender Tatverdacht auf der Hand lag. Diese Anweisung sorgte beim Sachgebietsleiter des Bankenteams Eckhard Pisch für großes Unbehagen. Der Jurist befürchtete nicht nur erhebliche Steuerausfälle, sondern erläuterte in einem langen Brief an den Chef des Finanzamts seine Bedenken, dass gegen die Strafprozessordnung verstoßen würde. In der Justiz war sogar die Rede von Strafvereitelung im Amt, zu der die Steuerfahnder quasi genötigt würden. Wenige Tage später erhielt Pisch die Antwort, Versetzung in das Finanzamt Darmstadt, wo er fortan bei der Veranlagung Einkommensteuererfahrungen für die Beamtenlaufbahn sammeln sollte. In der Steuerfahndung sorgte diese faktische Strafversetzung für Entsetzen und Ungläubigkeit. Den Steuerfahndern wurde eine neue Sachgebietsleiterin vorgesetzt, die allen untersagte, ohne ihre Erlaubnis mit Staatsanwälten zu sprechen. Rudolf Schmenger, einem Fahnder aus dem Team, verpasste sie auch intern einen Maulkorb. Er durfte nicht mehr mit anderen Kollegen über Ermittlungen sprechen. Es folgte eine Negativbewertung, dann die Ankündigung disziplinarischer Vorermittlungen. Zum 31. März 2003 erfolgte die Versetzung Schmengers in die Konzernprüfungsabteilung, wo er sich nun um Nullfälle zu kümmern hatte. Jene, bei denen bereits im Vorfeld klar ist, dass es keine zusätzlichen Steuereinnahmen geben wird. Im April 2003 startete ein mutiger Versuch der Fahnder, die weitere Belegschaft für einen offenen Brief an die politische Spitze des Landes zu gewinnen. Darin wurden die offenkundigen Missstände in der Leitung des Hauses diplomatisch angesprochen und um Hilfe ersucht. Die innerhalb kürzester Zeit gesammelten 48 Unterschriften schmolzen dann plötzlich auf 15 zusammen. Jemand hatte gegenüber Vorgesetzten geplaudert und auf deren Druck ergaben sich die meisten. Der Brief geriet dann, obwohl er nicht abgesandt wurde, ins Internet. Der Spiegel berichtete im August 2003 von der aufziehenden Affäre, auch davon, dass drei Konten einer Privatbank in Liechtenstein, über die nach Angaben von Fahndern prominente Transfers abgewickelt haben sollen, nicht mehr ausgewertet würden. Außerdem stellte die Oberfinanzdirektion Frankfurt eine Neustrukturierung der Finanzämter vor, in deren Verlauf die Frankfurter Steuerfahndung teilweise zerschlagen würde. Fast alle der übrig gebliebenen Unterzeichner wurden in der Folgezeit Ziele von Schikanen und Versetzungen, darunter die Beschäftigung in einer Geisterabteilung, wo 11 ehemalige Fahnder lapidare Fälle von Steuerzahlerbeschwerden bearbeiten sollten. Einen Fall gab es zum Einstand für jeden und dann monatelang nichts mehr. Die Fahnder wurden schlichtweg kaltgestellt. Im weiteren Verlauf der Geschehnisse wurde bis 2008-2009 10 Steuerfahnder aus den Bankenermittlungsgruppe entfernt. 6 Fahnder hielten an ihrem Glauben an den Rechtsstaat unbeirrt fest und setzten sich per Petition im Landtag dafür ein, wieder zurück in die Steuerfahndung wechseln zu dürfen. Vom ersten Untersuchungsausschuss in der Causa fanden nur 6 der 17 Sitzungen teilweise öffentlich statt. Es wurde überhaupt nur einer der von den versetzten betroffenen Fahnder geladen. Und dieser eine erlitt just während der entscheidenden öffentlichen Sitzung eine Amnesie. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Kurz darauf wechselte dieser ins hessische Innenministerium, Referat 6, zuständig für Sport und Sportförderung.
Einige Tage zuvor hatte er sich im Finanzministerium mit dem zuständigen Abteilungsleiter getroffen, der später Oberfinanzpräsident wurde, fortan mit 12.000 untergebenen Mitarbeitern der Steuerverwaltung. Die schier unfassbare, unglaublichste Wendung aber traf vier dieser Fahnder. Rudolf Schmenger, Mario und Tina Faeser und Marco Wehner ereilte 2006 und 2007 der amtliche Ruf, sich bei Thomas H., einem Psychiater, auf ihre Dienstfähigkeit hin untersuchen zu lassen. Der Termin beim ersten in der Reihe, Rudolf Schmenger, am 31. Juli 2006, dauerte ungefähr eine Stunde. Der Befund aber lautete auf lebenslänglich. Eine paranoid-querulatorische Entwicklung, die so chronisch und verfestigt sei, dass auch keine Nachuntersuchung notwendig wäre. Mit dieser Dienstunfähigkeitserklärung wurde Schmenger also zum 1. Januar 2007 gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt. Die anderen drei traf es ähnlich. Im anschließenden Rechtsstreitigkeiten musste der Gutachter Thomas H. 12.000 Euro Strafe bezahlen, weil seine Gutachten nicht den fachlichen Anforderungen genügten. In der Urteilsbegründung ist obendrein von Vorsatz die Rede, ich zitiere aus dem Urteil. Die Verletzung des fachlichen Standards bei der Erstellung des nervenärztlichen Gutachtens erfolgte nach Überzeugung des Gerichts vorsätzlich. In den anschließenden Schadensersatzklagen der vier Fahnder gab die Kammer dreien im September 2014 recht. Der Gutachter sollte rund 200.000 Euro Schadensersatz bezahlen. Der Psychiater kündigte an, dagegen Berufung einzulegen und inzwischen, meine ich, ist das letztinstanzlich geklärt und für die Fahnder entschieden worden. Bis heute und nach zwei Untersuchungsausschüssen, einer kam noch hinterher, ist die Urheberschaft der Anweisung aus dem Jahr 2001 ungeklärt. Der Roland-Koch-Experte Hajo Schumacher weist in seinem Buch auf die engen Beziehungen zwischen Roland Koch und der Wirtschaft hin. Im Freundeskreis Wirtschaft für Koch versammelten sich deutsche Wirtschaftslenker. Ich zitiere. Anführer sind Commerzbankchef Müller und Nikolaus Schweikart. Dieser Kreis umfasst 40 Bosse, meist aus der Frankfurter Geldwirtschaft. Man trifft sich mehrmals im Jahr, Koch lässt Heimtreffen aus. Auf eine Anfrage der SPD zu den Liechtensteiner Steuerakten, die vorhin Erwähnung fanden, hatte der hessische Finanzminister Karl-Heinz Weimar im Februar 2008 eine beruhigende Antwort parat. Die Rede war von 326 Kisten und 357 Ordnern mit Hinweisen auf von Prominenten genutzte Pipeline-Konten nach Liechtenstein, die im Rahmen der Durchsuchungen sichergestellt worden waren. Nach deren Verbleib gefragt, antwortete Weimar, dass alle Fälle abgearbeitet seien, mit einem durchschnittlichen Mehrergebnis von sage und schreibe 208 Euro. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ermittlungen gegen Steuerhinterzieher und Banker können leicht gegen Geldauflage eingestellt werden. Es ist sehr subjektiv im deutschen Strafprozess, wann das geschieht. Richter haben unglaublich große Spielräume dabei. Und es wird in Deutschland oft von der Einstellung auch Gebrauch gemacht. Wir haben das bei den HSBC-Daten gesehen. Hervé Falciani, der die sogenannte Lagarde-List in Umlauf brachte. 2010 hatte die deutsche Finanzverwaltung diese Liste erhalten. Die Staatsanwaltschaft spricht von 1200 Fällen, die Süddeutsche Zeitung sprach von 2100 Fällen. Wir wissen nicht, was aus diesen Verfahren wurde für Deutschland. Wir wissen es für Nordrhein-Westfalen, dort war es immerhin möglich, Zahlen aufzutreiben. Dort wurden 261 Fälle geführt, mit Nordrhein-Westfalen-Bezug und von diesen Fällen wurde in keinem einzigen Fall Anklage erhoben. Sie wurden alle gegen Geldauflage eingestellt. Die Bilanz im LGT-Verfahren, also da, wo Zumwinkel der bekannteste Vertreter war, ist, dass es zwar sieben Anklagen gab, aber kein einziges Urteil ohne Bewährung ausgesprochen wurde. Man kann davon ausgehen, dass es außer Uli Hoeneß keinen einzigen Fall gab von einem Steuerflüchtling, von einem Steuerhinterzieher mit Auslandskonto, der wegen dieses Auslandskontos verurteilt wurde. Es ist eine Unmöglichkeit im deutschen Steuer- und Strafjustiz herauszubekommen, wie viele für diese Vergehen verurteilt werden. Die Bruchstücke, die ich eben gezeigt habe, deuten darauf hin, dass es sehr wahrscheinlich keine oder kaum jemanden gegeben hat, der dafür ins Gefängnis musste. Im Vergleich dazu, bei sechsmaligem Schwarzfahren müssen sie ins Gefängnis, mutet das doch relativ fragwürdig an. Es gibt sogar mit dem Uli Hoeneß-Prozess eine große Problematik, dazu beobachten, eine große Problematik in Deutschland, die Urteile zu lesen.
Steuerstrafurteile werden in Deutschland oft nicht herausgegeben. Ein Strafrechtsprofessor musste sich auf eine Odyssee begeben über mehrere Monate beim Gericht in München, das Urteil von Hoeneß einsehen zu dürfen. Er musste eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zuständige Person in dem Gericht einreichen, bevor dann einen Tag später in der Bild und einen Artikel in der FAZ veröffentlichen, darüber, dass er keinen Einblick in diese Verfahren bekommen hatte und von Hinz nach Kunz verwiesen wurde. Die Zuständigkeit wurde abgestritten, er wurde verwiesen, das würde er schon noch bekommen, aber er bekam es schlichtweg nicht, bis er eben diese Dienstaufsichtsbeschwerde einreichte, einen FAZ-Artikel veröffentlichte und dann einen Tag später in der Bild-Zeitung veröffentlicht wurde, dass in einigen Wochen ein Termin genannt wurde, in einigen Wochen, wann das Urteil veröffentlicht würde. Wenn wir uns vor Augen führen, das war der bekannteste, prominenteste Prozess in Deutschland und es kostete einen Strafrechtsprofessor viel Mühe und eine Dienstaufsichtsbeschwerde und einen Artikel in einer Zeitung, um an dieses Urteil zu kommen, an diese Urteilsbegründung zu kommen. Da können wir ablesen, wie wahrscheinlich und leicht es ist, in den normalen Fällen, wenn Sie in einem Strafverfahren Einblick nehmen wollen, was ist denn das Urteil, was war denn der Sachverhalt, wie wurde das denn strukturiert, diese Hinterziehung, welche Techniken hatte man sich bedient. Das ist so gut wie unmöglich und es ist ein regelmäßig, auch von mir während der Recherche des Buches, wahrgenommenes Problem gewesen, dass Gerichte hier nicht, Staatsanwaltschaften nicht diese Urteile herausgeben. Das ist nicht zufällig. In Finanzgerichtsordnung, also bei allen Nichtstrafverfahren, steht sogar drin, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden muss, wenn ein Beteiligter das beantragt während des Prozesses. Die Öffentlichkeit, wenn dann Journalisten im Gerichtssaal sind, in einem Steuerverfahren, nicht in einem Strafverfahren, in einem Steuerverfahren, wenn ein Konzern dagegen klagt, dass er der Betriebsprüfung so und so viel zu viel bezahlt hätte, dann findet das in der verschlossenen Türen statt auf Antrag dieses Unternehmens. Und im Steuerstrafverfahren aus einer Antwort des Justizministeriums können wir hier herauslesen, da ist die zur Wahrung des Steuergeheimnisses die Öffentlichkeit auszuschließen und das steht im Ermessen des Gerichts, wann das geschieht. Im Gegensatz dazu übrigens in den USA haben wir ein System, wo jedes Dokument aller Gerichtsprozesse von der Anklageschrift über das Urteil und aller Gutachten, die eingereicht werden, öffentlich zugänglich gemacht werden für jeden Außenstehenden. Okay, was können wir tun, wie können wir vorgehen? Deutschland hat ein Transparenzproblem. Deutschland hat ein gravierendes, massives Problem in dieser Hinsicht und ist europaweit einer der Hauptbremser. Wir haben einige Lösungsansätze, für die wir als Organisation auch mit ATTAC und anderen Gruppen eintreten, Transparency International und so weiter, länderbezogene Berichtspflichten für die Konzernsteuervermeidung. Wir müssen ans Licht bringen, wie viel zahlen Konzerne tatsächlich an Steuern nach jedem Land aufgeschlüsselt, in dem diese aktiv sind. Wie viel Wirtschaftsaktivität gibt es in jedem Land und welche Gewinne machen diese Konzerne in diesen Ländern? Die EU hat einen Vorschlag vorgelegt vor wenigen Wochen, der sehr zu wünschen übrig lässt, weil er alle Nicht-EU-Staaten nicht mehr verpflichtet, das länderweise aufzuschlüsseln. Das heißt, wir wissen nicht, wie viel in Cayman Islands, wie viel in British Virgin Islands, wie viel in den ganzen Steueroasen an Steuern und Gewinnen bezahlt und ausgewiesen werden. Das macht das ganze Instrument so gut wie nutzlos. Deutschland ist Hauptverfechter, Hauptblockierer auf EU-Ebene gegen diese öffentlichen länderspezifischen Berichtspflichten. Schäuble hat das sehr deutlich gemacht, dass er diese bekämpft und verhindern möchte, weil er sagt, das seien Geschäftsgeheimnisse. Diese Zahlen, die eigentlich aus unserer Perspektive in die jährlichen Jahresabschlüsse hineingehören, weil es Bilanzzahlen sind, die jedem Konsumenten und Bürger und Wähler zur Verfügung stehen sollten über Konzerne. Diese Zahlen sollen weiterhin geheim bleiben. Das wäre der Vorgriff für eine Gesamtkonzernsteuer. Wir haben vorhin gesehen am Bananenbeispiel, wie Konzerne sich gegenseitig momentan unter den jetzt gültigen Regeln gegenseitig Fantasierechnungen stellen können. Wenn wir eine Gesamtkonzernsteuer hätten, würden wir einen Konzern nicht mehr berücksichtigen, deren Einzelteile, wie sie sich gegenseitig Rechnungen schreiben, sondern den Gesamtkonzern heranziehen und dann anhand von deren wirtschaftlichen Aktivität aufteilen, wo der Gewinn angefallen ist. Und dann kann jeder Staat seine eigenen Regeln umsetzen. Der automatische Informationsaustausch kommt in einigen Aspekten jedenfalls. Das ist ein Fortschritt, aber auch hier kämpft Deutschland gegen die Veröffentlichung von Statistiken, damit möglich wird, künftig zu überblicken, ob denn dieser Standard angewandt wird. Denn natürlich haben Banken große